Willkommen zurück. Wir sind hier bei den Credits zu ActRaiser. Sir Levia, ihr wart unermüdlich, Herr. Unsere Aufgaben sind eigentlich erledigt. Wir haben lang und hart gearbeitet, um unser Volk zu befreien. Ich bereue es doch ein wenig, dass es unsere Hilfe nicht mehr braucht. Sehen wir uns noch einmal jedes der blühenden Städte an. Wir haben sie ja aufgebaut. Okay, los geht's. Ihr hört auch schon die Musik, die Ending Credits. Auch ein sehr schönes Stück Musik. Das ist Fillmore. Seht, wie die Menschen das Land geräumt und bebaut haben, um dann diese blühende Stadt zu bauen. Oh ja, einer der Männer Fillmores konnte in die Zukunft sehen. Er hat uns geholfen, Fillmore zu retten. Er musste letzten Endes sein Leben für seine Stadt opfern. Ich bin aber sicher, dass er das erwartet hat. Alle Menschen werden von Geburt an vom Schicksal geführt. Aber weil die Menschen ihr Schicksal nicht kennen, verstehen sie das, was das Leben bietet, auch nicht. Derjenige, der sein Schicksal akzeptiert, der ist auch ein großer Mensch und ein Vorbild für alle. Ja, der Textgeschwindigkeit ist jetzt einfach so langsam, das kann ich auch nicht ändern. Nun zu Bloodpool. Das ist Bloodpool. Der See hat seine wunderschöne blaue Farbe wieder. Ach ja, es gab da einen energischen jungen Teddy. Sir Levia und ich sollten zwar alle Menschen gleich behandeln, aber er war ein so netter Junge, dass wir ihm viel Aufmerksamkeit geschenkten. Ihr erinnert euch vielleicht, dass die Menschen in Bloodpool losen mussten, um zu entscheiden, wer geopfert werden sollte. Ich sagte es euch damals zwar nicht, aber ich wusste damals schon, dass Teddy gezogen werden würde. Cassandra. Das ist die Wüstenstadt Cassandra. Es ist kaum zu glauben, dass hier mal nur Wüste war. Die Menschen sagten, die Pyramide würde sie anziehen. Aber sollten wir das glauben? Die Monster in der Pyramide waren dabei nur die wiedergeborenen Seelen der Menschen, die damals die Pyramide gebaut haben. Ihre Seelen blieben zurück und sie lockten die Menschen zu der Pyramide.
Aber jetzt ist die Pyramide verschlossen und die Seelen gerettet. Sie werden als Menschen wiedergeboren. Das nächste Gebiet, Aitos. Das ist die vulkanische Stadt Aitos. Es ist beeindruckend, dass die Menschen trotz des Lavas hier ihre Häuser gebaut haben und gewohnt haben. Ihr Anführer starb vor ihren Augen. Ich bin sicher, dass er sein Leben lang den Menschen von eurer, dass es den Menschen sein Leben lang von eurer Existenz überzeugen wollte. Ich wusste damals schon, dass Aitos zu einer wunderbaren Stadt werden würde, die seinem Geist entspricht, die seinem Geist entspricht. Und auf zur Insel Marana. Das ist die Dschungelstadt Marana. Sie haben so viele Häuser auf dieser kleinen Insel gebaut. Ich war sehr traurig, dass die beiden Anführer von dem bösen Spiegel verführt wurden. Vom Spiegel war nie die Rede, aber okay. Aber die Menschen neigen dazu, immer den einfacheren Weg zu wählen. Als ich ihre Schwäche sah, fühlte ich mich verpflichtet, sie wieder auf den richtigen Pfad zurückzuführen. Das war ich, nicht du. Und zum letzten. Northwall. Das ist das letzte unserer Länder, Northwall. Ich hatte zuerst Bedenken, die Menschen in so einer kalten Gegend wohnen zu lassen. Aber sie haben alle Probleme bewältigt. Ihre Anführer haben ja gesagt, als sie die Buchstaben in dem Baumstamm fanden, da fühlten sie eine gewisse Sympathie zu denjenigen, die damals ihre Initialen dort einritzten. Ich glaube, die beiden waren in einem früheren Leben verliebt und dass sie hier wohnten, aber von den Monstern getötet wurden. Ihre Seelen sind in diese Körper zurückgekehrt. Sollte diese Theorie stimmen, dann sind die beiden nach langer Zeit endlich wieder vereint. Ja. Obwohl sie sich wahrscheinlich nicht erinnern, ist die Geschichte doch trotzdem schön. Das zeigt doch, dass auch andere außer euch schwere Zeiten durchgemacht haben. Sir Levia, warum sehen wir uns nicht mal die Innenseite des Tempels an? Ja,
Das vorhin war auch wieder so ein, was meine Theorie unterstützen würde von wegen eingeritzte Liebesinitialen. Es ist keiner hier. Früher kamen die Menschen hierher, um eure Hilfe zu erbitten. Aber die Menschen und ihre Länder entwickeln sich weiter. Und sie vergessen, wer ihnen geholfen hat. Aber die Menschen sind wohl am glücklichsten, wenn sie keine Hilfe mehr brauchen. Oder sollen wir uns nach einer Zeit sehnen, in der sie wieder unsere Hilfe brauchen? Sollen wir? Ja, das war unser Kontinent, unsere Insel. Und so war das auch, das Let's Play zu ActRaiser. Die Mannschaft von ActRaiser. Lassen wir... Die Hintergrundmusik ist genial. Woher kennen wir die nur? Ja, während wir die... während hier die Credits laufen, würde ich sagen, geben wir ein Feedback und machen aber zuerst noch etwas Spezielles. Ich habe vor, das bei allen Let's Plays am Ende zu machen. Weil ich selber gerne Gedichte schreibe, probiere ich es jetzt auch mal zu den Spielen, die ich durchspiele. Und ja, nehmen wir mal ActRaiser. Aus seinem langen Schlaf erwacht, besaß Gott nur einen Bruchteil seiner Macht. Mit dem Ziel, der Welt wieder Frieden zurückzubringen, musste er zuerst den Glauben der Menschen für sich gewinnen. Viele Länder er mit diesem Ziel bereiste und ein kleiner Engel, der immer die richtige Richtung weiste. Viele Abenteuer er mit seinem Schwert bestand und wo er auch hinging, er stets neue Gefahren vorfand. Viele Menschen er auf seiner Reise sah, ihre Schicksale gingen ihm doch sehr nah. Er am Ende sich dem Teufel entgegenstellte und nach seinem Sieg die ganze Welt erhellte. Flüche, Hass, Neugier, Verrat, Tränen und Vergangenheit. Über jene Geschichten spricht man auch noch für lange Zeit. Ja, jetzt zu dem Feedback. ActRaiser, eines der besten Spiele, die für das NES erschienen sind, ganz klar. Leider sehr unbekannt. Ja, wir sehen schon das Ende. Hätte sicher mehr verdient. Ich hoffe, das seht ihr jetzt nach diesem Let's Play auch so. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Die Musik war klasse, war großartig. Persönliche Meinung, eine der besten Musikkompositionen, die ich in der Spielgeschichte je gehört habe. Und ja, was soll ich sagen? Das war ActRaiser. Es gibt ein ActRaiser 2, ob ich das dann auch Let's Play steht noch offen. Werden wir dann sehen. Da gibt es eben den großen Nachteil, dass der Simulationsmodus weggelassen wurde. Und damit wurde ActRaiser 2 vieles der Einzigartigkeit des ersten Teiles beraubt. Aber wir werden sehen. Ja, sonst, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, für diesem Let's Play. Dass ihr Gott über all diese Zeiten über begleitet habt und es euch bis zum Ende angesehen habt. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt hier und jetzt von Gott und den Menschen, die ihn nicht mehr brauchen. Und ja,
Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei den nächsten LPs von mir wieder reinschaut. Das war Leviathan 2 mit seinem Let's Play zu ActRaiser. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.